von Münchhausen mit zwei Mönchen. Im Jahre 1183 war ein Zisterziensermönch aus dem Kloster Loccum am Steinhuder Meer ausgetreten, hat ein Gut erbaut, hat geheiratet und sich selbst den Namen gegeben. Vom Mönch und seiner Behausung wurde Mönchshausen und später Münchhausen. Und diese Familie hat sich dann enorm entwickelt. Zunächst um Steinhuder Meer und Hannover herum, später im Weserbergland. Heute gibt es sie in der ganzen Welt. Hier an der Weser war diese Familie, die wir hier ausgestellt haben, mit dem Schloss Schwöber bei Hameln, heute ein 5-Sterne-Golfhotel, mit dem Schloss Befern bei Holzmühlen, heute im Besitz des Landkreises, das Gutshaus in Bodenwerder, hier ist der Baron geboren, später auch gestorben, das Gutshaus in Rindeln, dort lebte sein Bruder, und der letzte in Bodenwerder geborene Münchhausen baute 1902 das Schloss Bockstadt in Südthüringen bei der kleinen Stadt Eisfeld. Aus dieser Familie, damit Sie nicht denken, das waren nur Lügenbarone, sind auch ein paar anständige Männer hervorgegangen, die wir hier ausgestellt haben. In der Mitte Gerlach Adolf von Münchhausen war der Gründer der Universität Göttingen im Auftrag des Kurfürsten von Hannover und war 30 Jahre Vorsitzender des Kuratoriums. Oder Ernst Friedemann, rechts, war Justizminister bei Friedrich dem Großen, war beteiligt an dem Prozess, um die Windmühle von Schloss Sanssouci, die der alte Fritz ja gern weggehabt hätte. Der linke, Philipp Adolf von Münchhausen, war Minister in der Hannoverschen Kanzlei in London, der Verbindungsmann zwischen den Königshäusern, und der ist mit Gästen von den Höfen hier nach Bodenwerder zur Jagd gekommen. Und dadurch ist unser Münchhausen nachher berühmt geworden. Wir werden es gleich hören. Alles, was ich Ihnen zeige, alles, was wir ausgestellt haben, haben 7 Forscher wissenschaftlich erforscht, dokumentiert, und das ist alles in unser kleines Museum eingeflossen. Frau Germann aus Bodenwerder, Helmut Scherer, Nara Ivanovic aus Berlin, Bernhard Wiebel aus Zürich, Makeev und Sergei Makeev und Dr. Levin aus Russland und schließlich noch Dieter Forst aus den Niederlanden. Kommen wir nun zu unserem Münchhausen. Er hieß Hieronymus Karl Friedrich Baron von Münchhausen. Ist am 11. Mai 1720 hier in Bodenwerder im heutigen Rathaus geboren. Seine Kindheit verlebte er mit 6 Geschwistern in Bodenwerder, seine Schulzeit im Schloss Befern bei Holzminden und mit 15 Jahren ging er nach Wolfenbüttel zum Herzog von Braunschweig, Karl I., und wurde dort Page am Hof. Zu dieser Zeit hat der junge Prinz Anton Ulrich von Braunschweig in St. Petersburg die Anwärterin vom Zarenthron Anna Leopoldowna geheiratet und nahm sich den 17-jährigen Münchhausen als seinen Pagen mit nach St. Petersburg an den Zarenhof. Ein Jahr später nahm er ihn mit, wie wir hier aufgezeichnet haben, an die Halbinsel Krim zur Festung Otschakow, zum russisch-türkischen Krieg. Und als sie wieder zurückkamen, war Münchhausen 19. Da wurde er russischer Soldat und Offizier und war in Moskau, St. Petersburg und in Riga in Lettland nur zur Sicherung des Zarenhofes stationiert. Wir haben hier die Urkunden von der Taufurkunde, Konfirmationsurkunde, Pagenurkunde, Sterbeurkunde bis zu seiner Grabplatte in der Klosterkirche. Alles dokumentiert. Dann schauen wir bitte mal hier. Mit 24 Jahren war Münchhausen in Riga stationiert und 50 Kilometer nördlich, wo der rote Punkt ist, musste er Landvermessungen leiten und traf dort in dem Gutshaus diese hübsche Dame Jakobina von Dunten. Er hat sie kurze Zeit später geheiratet. Wir haben die Heiratsurkunde von 1744 aus Lettland. Das Elternhaus ist heute auch ein Münchhausen-Museum. Wir stehen in gutem Kontakt. Und die Kirche, in der sie getraut wurden, ist leider heute eine Ruine.
Übrigens, seine Frau war keine Lettin, sondern die Familie stammte aus Eldachsen bei Hannover, war ausgewandert, war mit Seidenhandel zu Reichtum und Adel gekommen und Münchhausen hat sie dort getroffen und geheiratet. Der Prinz Anton Ulrich von Braunschweig hatte weniger Glück. Seine Frau Anna Leopoldowna wurde nicht Zarin, sondern die spätere große Zarin Elisabeth I. hat die ganze Familie in die Festung Golmogori am Weißen Meer in Verbannung geschickt, damit sie selber 21 Jahre regieren konnte. Diese Elisabeth hat unseren Münchhausen aber 1750 mit dieser russischen Urkunde noch zum Rittmeister befördert, obwohl sie ja von den Braunschweiger Offizieren gar nichts wissen wollte. Deshalb quittierte Münchhausen in Russland seinen Dienst, kam mit seiner Frau hier nach Bodenwerder zurück und hat hier mit 30 Jahren das elterliche Gut übernommen. Und so wie auf dem großen Porträt sah der Baron aus mit 30 Jahren, hier noch mit seiner russischen Uniform. Hier in der kleinen Stadt Bodenwerder auf einer Insel in der Weser mit nur 1000 Einwohnern war der Baron eine Persönlichkeit. Er war adlig, er war vermögend, er war gebildet und er war weit, weit gereist. Und wer so weit gereist ist, kann ja bekanntlich auch viel erzählen. Und das konnte der Baron wohl fantastisch. Sein Hobby war die Jagd. Hierzu, ja, nimm ruhig Platz hier. Sie wollen... Sein Hobby war die Jagd. Hierzu lud er sich Gäste ein. Einige haben ihm ihre Waffen mitgebracht. Der Graf von der Schulenburg, das Schloss Ehen, die Nachbardorf. Adolf von Hake, ein Rittergut bei Amel. Klaus von Reden, ein Rittergut in Jeinsen bei Hannover. Das aber wäre normal gewesen. Doch bei unserem Münchhausen, man mag es kaum glauben, war der gesamte Hofadel zu Gast. Vom Kurfürsten zu Hannover, die brachten ihm ihre Waffen mit. Vom Königshof in England, aber nicht der König persönlich. Die Herzöge von Braunschweig und von Kassel. Und auch mit denen ging er jenseits der Weser im Vogler zur Jagd. Und abends haben sie in der Münchhausen Grotte am Hopfenberg gelegt, feuchtfröhlich gefeiert. Und dann musste der Baron den Herrschaften berichten, was er so alles in Russland, am Zarenhof, im russischen Winter, auf der Jagd an der Krim oder in Lettland erlebt. Und er wird sie nicht belogen haben, davon gehen wir ganz fest aus. Aber je später der Abend, umso mehr ein Gläschen getrunken wurde und der Baron hatte eine eigene Schnapsbrennerei, wo heute die Touristinformation ist, daran hat es nicht gefehlt. Dann hat er seine Geschichten zur Freude seiner Gäste vielleicht doch mal so ein klein bisschen ausgeschnitten. Und das war alles. Er wollte nie berühmt werden. Er hat nicht eine einzige Zeile aufgeschrieben. Münchhausen hat nur seine hohen Gäste gut unterhalten. Die Grotte kennen Sie? Kennen Sie die Grotte? Wollen Sie mal von hier ein Bild machen? Kommen Sie mal. Halb rechts. Wunderschön gelegen. Die Gäste waren so begeistert von seinen Erzählungen, dass sie sie zu Hause weitererzählt haben. So auch am hessischen Hof in Kassel. Und dort war damals der Wissenschaftler Rudolf Erich Raspe. Der hatte Unterschlagung begangen, hatte die Münzsammlung vom hessischen Hof etwas erleichtert, floh nach London und schrieb dort nun 17 dieser Geschichten zu einem ersten Münchhausen-Buch in englischer Sprache. Das war ein Bestseller in England. Nur der Baron in Bodenwerder, der wusste von mir. Dieses Buch kam schon ein Jahr später nach Göttingen an die Universität.
Dort war der berühmte Professor Gottfried August Bürger. Der übersetzte das englische Buch wieder ins Deutsche. Beide schrieben aber noch andere Geschichten hinzu, damit das Buch noch dicker wurde. Deshalb sind ja nicht alle Geschichten vom Baron, sondern nur die wahren. Und heute durch die Forscher, insbesondere durch Bernhard Wiebel aus Zürich, wissen wir genau, wer welche Geschichten geschrieben hat. Alle 14 Seegeschichten, die es gibt, hat der Raspe für die Engländer, die Seefahrernation, dazu geschrieben. Münchhausen ist nie zur See gefahren, hat er nie erzählt. Wir haben heute noch eine Kopie von dem ersten englischen Buch, das im Britischen Museum in London liegt, oben links, und in der Mitte einen deutschen Nachdruck von 1786. Dieses Buch kam ein Jahr später nach Göttingen an die Universität. Dort war der Professor Bürger, der übersetzte das ins Deutsche. Und er schrieb dann die ganzen Geschichten von der Türkei, vom Sultan, vom Haren, vom Wein, von den Bienen oder von Afrika, von Löwen und Krokodilen oder vom Mond dazu. Und jetzt erst erfuhr Münchhausen, dass es diese Bücher gab. Er war erzürnt, wollte sogar klagen, aber Urheberrechte hatte er nicht, so wusste er nicht, damit er. Von diesen zwei Büchern sind dann bis heute, soweit wir sie hier im Münchhausen Museum in Bodenwerder besitzen, 1155 verschiedene Bücher in 47 Sprachen in der ganzen Welt erschienen und es kommen immer noch neue hinzu. Und 13 Sprachen fehlen uns noch, wo wir wissen, dass es sie gibt. Wir haben die Sprachen dort ausgestellt. Von Japanisch, Chinesisch, Koreanisch, Hebräisch, Afrikaans, Esperanto, Färöerinseln, Island, Afrikaans oder Griechisch, Türkisch, Russisch, Finstertan, Ukrainisch, Georgisch, Kasachisch und so könnte ich weiter erzählen. Von einem Lügenbaron werden Sie kein Wort finden. Es hieß immer nur die Reisen und die Abenteuer des Barons. Warum aber wird er der Lügenbaron genannt? Er lebte herrlich und in Freuden, bis er 70 Jahre alt war. Da verstarb seine Ehefrau und er hat sehr um sie getrauert. Aber zwei Jahre später kam aus dem benachbarten Polle ein verarmter Adelsmann, ein Offizier, Major von Brünn, mit seiner 17-jährigen Tochter Bernadine nach Bodenwerder und sie meinten, sie sei die richtige Frau für unseren 72-jährigen Baron. Da hatte der Baron wohl auch seine Bedenken. So ein junges Mädchen. Was sagen die Leute in der kleinen Stadt? Und die Familien Rinten, der es ja erben sollte. Deshalb hat er noch gut zwei Jahre gewartet, bis die junge Dame wenigstens 20 war. Der Baron aber auch älter geworden, war nun 74, sah so aus wie auf dem Porträt über dem Sessel. Und dann haben sie tatsächlich geheiratet. Doch es kam, wie man sich denken kann. Die junge Frau wollte nicht den alten Baron, sondern Gut und Geld auch für ihre Familie. Und sie nutzte es. In den Schriften stehen nur drei kleine Zeilen. Sie führte ein verschwenderisches, ein liederliches Leben. Sie ließ sich in Bad Pyrmont kuren, was immer das auch heißen mag. Und sie bekam eine Tochter, aber nicht aus Bodenwerder. Das war dem Baron dann doch zu viel, in seiner Ehre gekränkt. Reichte er schon nach 6 Monaten Ehe die Scheidung ein und reichte ein, dass das Gut ein Neffe aus Rinteln bekommt. Das wiederum wollte die junge Frau verhindern, nahm sich Advokaten und beschimpfte ihn nun bei Gericht ein Lügenbaron. Denn was er ihr vorwarf, Untreue und Verschwendung, das sei doch alles gelogen. Und dass der immer lügt, das sieht man ja wohl an den Büchern und Geschichten. Von diesem Scheidungstermin hatte Münchhausen zunächst nur in Bodenwerder den beinhabenden Lügenbaron. Und das haben nach seinem Tod dann die Schriftsteller auch auf die Bücher übernommen, weil sich das noch besser vermarkten ließ. Die Ehe aber wurde getrennt, die junge Frau ging in die Niederlande, heiratete ihn die dann bei Arnheim, einen reichen Holländer, war gut versorgt. Der Baron zog sich total zurück, lebte noch gut zwei Jahre mit seiner Haushälterin in seinem Gutshaus, verstarb mit 77 Jahren
und wurde dann in der heute über 1000-jährigen Klosterkirche im Ortsteil der Gnade begraben.